Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Statement des FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Lindner, der stellvertretenden FDP-Fraktionsvorsitzenden Katja Rüding. Das Wort hat zunächst Christian Lindner. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, in dieser Sitzungswoche des Bundestages steht das Wahlrecht auf der Tagesordnung. Die Große Koalition hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der jetzt vom Parlament beschlossen werden soll, der nicht dazu beiträgt, dass der Deutsche Bundestag, dass die Größe des Deutschen Bundestages unter Kontrolle bleibt. Weiterhin besteht auch mit dem Wahlrecht, das CDU, CSU und SPD hier vorschlagen, die Gefahr eines XXL-Bundestags. Ein Bundestag, der so groß wird, dass auch seine Arbeitsfähigkeit eingeschränkt sein könnte und dass auf die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler erhebliche Kosten zukommen. Wir werden deshalb in dieser Woche eine namentliche Abstimmung über die Wahlrechtsreform der Großen Koalition beantragen. Wir möchten wissen, weil wir möchten sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, wem sie einen XXL-Bundestag zu verdanken haben. Die politische Verantwortung für die Aufblähung unseres Parlaments liegt bei Union und SPD, die sich über Jahre einer konsensuellen Lösung, die auch wirksam ist, verweigert haben. Ich hatte gerade Gelegenheit, den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny zu treffen, zu einer kurzen Begegnung. Ich will das zum Anlass nehmen, noch einmal an die Bundesregierung zu appellieren, dass Deutschland sehr rasch sogenannte Magnitsky-Gesetzgebung einleitet. Mit der Magnitsky-Gesetzgebung verbunden ist die Möglichkeit, individuell Menschen zu sanktionieren, die Verantwortung tragen, beispielsweise für Menschenrechtsverletzungen. Herr Nawalny hat sich in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, individuelle Sanktionen gegenüber den Profiteuren des Systems Putin zu verhängen. Das ist ein wirksames Mittel, um genau diejenigen zu treffen, die das eigene Land auch aufgrund von Korruption ausrauben, um das Geld dann im Westen auszugeben. Das ist ein wirksameres Mittel, als beispielsweise Sanktionen zu verhängen, die die Bevölkerung insgesamt treffen. Die kurze Begegnung mit Herrn Nawalny will ich zum Anlass nehmen, nochmal ausdrücklich an die anderen Fraktionen dieses Hauses zu appellieren, eine solche Gesetzgebung mit uns rasch umzusetzen. Die Fraktion der FDP hat vor einiger Zeit dazu bereits eine Initiative ins Haus eingebracht, die rasch interfraktionell eine Mehrheit finden könnte. Meine Damen und Herren, ich war gerade eben beim Tag der deutschen Industrie. Das ist für uns ein Anlass, die Situation in der Wirtschaft zu betrachten. Die Bundesregierung hat in der Vergangenheit viele Instrumente der Krisenintervention beschlossen. Aber was uns fehlt, sind Maßnahmen, sind politische Konzepte, um dauerhaft die Wettbewerbsfähigkeit von Mittelstand, Wirtschaft und Industrie zu verbessern. Hunderttausende Arbeitsplätze in Deutschland sind gefährdet und brauchen mehr unternehmerische Freiheit, so wie wir alle die Luft zum Atmen. Wir machen uns stark für eine soziale Marktwirtschaft statt der gelenkten Staatswirtschaft, in die wir gerade abzugleiten drohen. Ich begrüße deshalb, dass die schwarz-gelbe Landesregierung von Nordrhein-Westfalen diese Woche im Bundesrat eine Initiative ergreift zum nachhaltigen Bürokratieabbau. Union und FDP arbeiten in Nordrhein-Westfalen gut zusammen und haben jetzt im Bundesrat das vorgelegt, was man eigentlich in einer Wirtschaftskrise von der Bundesregierung erwarten dürfte, nämlich der Verzicht auf überflüssige bürokratische Lasten, damit neue Arbeitsplätze, neue Ausbildungsplätze, neue Betriebe entstehen können. Wir werden diese Initiative der schwarz-gelben Regierung von Nordrhein-Westfalen im Bundesrat, hier im Bundestag mit Kräften unterstützen. Aber daran können wir nicht alleine nur, darauf können wir uns nicht nur alleine stützen. Wir brauchen hier im Parlament eine Verständigung über ein Belastungsmoratorium. In der jetzigen Situation einer Wirtschaftskrise, wo Hunderttausende Beschäftigte um ihre wirtschaftliche Existenz bangen, ist jede Ankündigung zusätzlicher Belastung, ist jede Ankündigung zusätzlichen Bürokratismus Gift für die wirtschaftliche Erholung. Wir haben kein Verständnis dafür, dass auch der Bewerber für den CDU-Parteivorsitz, Herr Merz, sich nicht klar gegen Steuererhöhungen ausspricht. Wir haben kein Verständnis dafür, dass in dieser fragilen wirtschaftlichen Situation die Große Koalition über neue bürokratische Belastungen wie etwa ein Lieferkettengesetz oder Veränderungen beim Außenwirtschaftsrecht nachdenkt. Und wir halten
die Zeiten von Rekordverschuldung für nicht geeignet, um neue zusätzliche Belastungen für den Haushalt anzukündigen, wie das Jens Spahn im Bereich der Pflege tut. Was wir jetzt brauchen, ist eine Politik der Solidität, die wieder wirtschaftliche Aktivität verstärkt, damit über die Belebung der Beschäftigung, über mehr Wachstum die öffentlichen Einnahmen steigen. Wir schlagen also vor, zu entlasten statt zu belasten, zu entfesseln statt weiter zu bürokratisieren. Lassen Sie mich noch auf einen letzten Punkt zu sprechen kommen, nämlich die Debatte über innerdeutsche Reisebeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Es ist zu einem unüberschaubaren Flickenteppich an Regelungen gekommen. Die Menschen beklagen, dass selbst die Behörden ihnen keine rechtssichere Auskunft mehr geben können, was eigentlich passiert, wenn sie eine Dienstreise oder in den Herbstferien eine Urlaubsreise unternehmen. Das ist für die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr nachvollziehbar, das ist auch nicht handhabbar. Diese gegenwärtige Politik von Bund und Ländern gefährdet die Akzeptanz von Corona-Maßnahmen insgesamt. Wir brauchen nun eine regional differenzierte Antwort, die sich am örtlichen Infektionsgeschehen orientiert. Aber die Maßnahmen, die daraus folgen, die müssen bundesweit vergleichbar sein. Und hier brauchen wir schnellstmöglich ein bundesweites Regelwerk, eine Abstimmung, um dann vor Ort regional auf das jeweilige Infektionsgeschehen eingehen zu können. Neben den Infektionszahlen schlagen wir vor, auch weitere Parameter zu nutzen, um das örtliche Infektionsgeschehen einzuschätzen, beispielsweise die Zahl der Tests, die freien Intensivbetten, die demografische Zusammensetzung und auch die Frage der Auslastung des öffentlichen Gesundheitsdienstes als Voraussetzung für die Nachverfolgung von Infektionswegen. Wir müssen zudem insgesamt zu mehr Tests und Schnelltests kommen, um die Reisefreiheit und die Freizügigkeit in Deutschland insgesamt zu erhalten. Eine so bürokratisch unübersichtliche Regelung, wie wir sie jetzt haben, das ist ja faktisch ein zweiter Lockdown für viele Branchen und für viele Regionen. Wir müssen das unbedingt verhindern. Hier sind Bund und Länder zur Handlung aufgefordert. Meine Damen und Herren, so viel von meiner Seite. Diese Sitzungswoche ist für uns zugleich der Start einer neuen Bildungsoffensive der Fraktion der FDP, die meine Kollegin Katja Suding politisch verantwortet und konzipiert hat. Wir haben dazu parlamentarische Initiativen vorgelegt, aber darüber hinaus uns noch einiges vorgenommen, was Ihnen Katja jetzt selbst vorstellen kann und soll. Bitte, Katja. Ja, vielen Dank, lieber Christian. Genau, wir haben die Bildungskampagne, die Bildungswoche im Deutschen Bundestag, ist Höhepunkt einer Aktion, die schon ein bisschen länger läuft, schon ein paar Wochen und Monate. Dem vorangegangen sind schon viele Aktionen, Gespräche, Besuche bei Bildungseinrichtungen hier in Berlin, aber vor allen Dingen auch vor Ort in den Ländern mit den Kollegen auch aus den Landtagen und aus den kommunalen Parlamenten. Für uns Freie Demokraten ist einfach klar, dass Bildung der Schlüssel ist für ein selbstbestimmtes Leben. Nur dann kann man seine Ziele und Wünsche auch wirklich verwirklichen. Wir wissen auch, dass Bildung dementsprechend auch die Grundlage für unseren wirtschaftlichen Erfolg ist in unserem Land. Und wir haben ja in der Corona-Krise gesehen, tatsächlich ja wie unter einem Brennglas, welche Herausforderungen wir in unserem Bildungssystem haben, welche großen Defizite und Lücken es auch gibt. Und deswegen haben wir Freien Demokraten uns vorgenommen, dass wir eine sehr grundlegende Modernisierung unseres Bildungssystems zu unserem Mondfahrtprojekt machen wollen. Wir wollen, dass wir in unserem Land tatsächlich einen ganzen Schritt nach vorne kommen, dass Deutschland wieder zu der Bildungsnation wird, die sie mal gewesen ist. Bildung muss unabhängig von sozialen Herkunft für alle möglich sein, entlang der gesamten Bildungskette. Das muss jeder den gleichen Zugang haben. Das fängt schon an ganz früh in der Kita, geht weiter über die Schulen, die Allgemeinbildung bis hin zur Ausbildung, Hochschulen. Aber auch das Thema lebenslanges Lernen ist ganz, ganz zentral und wichtig für uns. Und wir haben da sehr, sehr viele Initiativen schon in den letzten Wochen und Monaten gestartet und haben drei jetzt für unsere Slots, die uns in der Woche des Deutschen Bundestages zur Verfügung stehen, auch angemeldet. Die würde ich Ihnen gerne exemplarisch einmal kurz vorstellen. Da ist einmal zuerst unsere Forderung nach einer Bildungs- und Betreuungsgarantie. Ich glaube, in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig. Der Schreck und der Horror der Schulschließungen zu Beginn der Corona-Krise, ich glaube, ist den meisten Eltern und Schülern noch sehr, sehr präsent. Jetzt gibt es wieder eine große Unsicherheit. Die Zahlen steigen. Keiner weiß, wie es wirklich weitergeht.
Und deswegen sagen wir ganz klar, es muss einen Konsens geben in diesem Land, und zwar über alle staatlichen Ebenen hinweg, dass sich dieses Staatsversagen, was wir da erlebt haben, nicht wiederholen darf. Wir dürfen unseren Kindern nicht wieder über Wochen und Monate ihr so elementares Recht auf Bildung vorenthalten, nicht wieder ihre Bildungschancen in dem Maße schmälern, wie das passiert ist. Und deshalb muss es da ein handfestes politisches Versprechen geben, auf das man sich auch verlassen kann als Eltern und Kinder, dass es nie wieder zu diesen Schulschließungen kommen wird und dass wir in diesem Schuljahr wieder hochwertigen Unterricht anbieten können. Ich finde, die Bundeskanzlerin muss da besser heute als morgen das Gespräch suchen mit den Ländern und auch den kommunalen Trägern, damit dieser Konsens auch tatsächlich als handfestes politisches Versprechen verankert werden kann. Auch hier muss man sagen, ist die NRW-Regierung aus CDU und FDP gut, mit gutem Beispiel vorangegangen. Da gibt es bereits diese Garantie auf Bildung und Betreuung, und das sollten wir auch bundesweit für alle durchsetzen. Zweites Thema, das ich ansprechen möchte, ist die European Digital University. Für uns als Freie Demokraten ist es ein Grundstein europäischer Identität, dass wir da auch grenzüberschreitende Institutionen haben. Wir wollen diese European Digital University, die eben ortsungebunden ganz hochwertige Angebote machen kann im Bereich der Lehre und der akademischen Fortbildung in Kooperation mit Schulen, Hochschulen in privater und auch in staatlicher Trägerschaft aus allen EU-Mitgliedstaaten, die wollen wir auf den Weg bringen. Für uns ist es einfach ganz wichtig, dass wir auch Grenzen der Bildungsmobilität abbauen, dass wir da ein ganzes Stück weiterkommen. Jeder einzelne EU-Bürger, ganz unabhängig von der persönlichen Situation, in der er sich befindet, aber auch der sozialen und der geografischen Lage, soll da die Möglichkeit haben, hochwertige Angebote wahrzunehmen. Das dritte Thema, das sehen wir da auch bei der MINT-Box, die wir aufgestellt haben, ist das Thema MINT-Bildung. Wir wissen ja alle, dass viele der gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, zum Beispiel die Klimakrise, jetzt aber auch ganz aktuell natürlich die Herausforderung der Corona-Pandemie, die setzen voraus, dass wir gut sind, dass wir fitte Leute haben, die im Bereich MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, gut ausgebildet sind. Da müssen wir einen ganzen Schritt weiterkommen. Deswegen wollen wir eine MINT-Offensive im deutschen Bildungssystem. Das fängt auch an bei den ganz Kleinen. Wir wollen schon in den Kitas anfangen, die Kinder für das Thema MINT zu begeistern. Uns ist auch wichtig, dass wir gerade die Mädchen und jungen Frauen begeistern. Auch die sind unterdurchschnittlich später an den Hochschulen und in den Ausbildungen in dem Bereich. Das ist Potenzial, das wir da verschenken. Das möchten wir ändern. Wir wünschen uns auch, dass die Kids heute im Schulunterricht viel experimenteller an dieses Thema rangehen. Mit sogenannten Makerspaces wollen wir eben das handlungsorientierte und experimentelle Lernen ermöglichen. Dazu ist es auch wichtig, dass wir Kooperationen mit außerschulischen MINT-Initiativen und Trägern ermöglichen. Und wir wissen einfach, dass die Herausforderungen, auf die wir heute zugehen, ganz andere sind als die noch vor 40, 50 Jahren. Die Stundenpläne und die Programme in den Schulen sind aber annähernd gleich geblieben. Das muss sich ändern, damit unsere Schüler auch vorbereitet sind auf die großen Herausforderungen von morgen und dass sie diese mit viel Kreativität, mit kritischem Denken lösen können. Dazu brauchen wir eine MINT-Offensive, die wir auch in dieser Bildungswoche anstoßen und starten möchten. So viel zu unseren drei Initiativen und zu dem grundsätzlichen Gedanken hinter der Bildungswoche, die wir in dieser Woche im Bundestag haben. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Herr Hindert, wir haben es eben ja schon angesprochen, Schwarz-Gelb. Man hat momentan das Gefühl, dass einige Spitzenpolitiker der Union sich immer mehr von der FDP verabschieden, die öffentlich sogar die FDP runterreden und sagen, die ist im Grunde ja tot. Wie kommt das bei Ihnen an und was heißt das für Ihre Strategie für das Jahr 2021? Armin Laschet hat recht, die Zusammenarbeit zwischen CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen ist exzellent und vertrauenswürdig. Sieht man daran, dass wir in dieser Woche gemeinsam Vorschläge für den Bürokratieabbau in den Bundesrat einbringen. Der weitere Weg der CDU auf Bundesebene ist aber völlig offen. Ein Kandidat wie Friedrich Merz schließt noch nicht einmal mehr Steuererhöhungen aus. Markus Söder will wie die Grünen den Verbrennungsmotor verbieten. Was also der zukünftige Kurs der CDU ist, das müssen die erstmal selber besprechen. Sagen, die FDP ist im Grunde für uns kein Partner mehr, weil sie nicht mehr da ist. Nein. Zweite Frage. Es gibt gegen diese Änderung des Wahlrechts ja auch verfassungsrechtliche Bedenken.
Wäre es vorstellbar, dass die FDP dagegen auch in Karlsruhe nochmal vorgehen wird? Dazu kann ich mich gegenwärtig nicht festlegen. Wir wollen jetzt erstmal diese Woche in namentlicher Abstimmung die politische Verantwortlichkeit darstellen. Etwaige Weiterungen auf dem Rechts- und Klagewege, das wird man dann prüfen und schauen müssen. Da habe ich aber jetzt gegenwärtig keine Festlegung. Auch nicht im Sinne von, dass wir es prüfen, sondern da kann ich gar nichts zu sagen. Also sozusagen kein Kommentar habe ich jetzt gerade gesagt. Nein, ich halte die gegenwärtigen Reisebeschränkungen, die innerhalb Deutschlands verhangen werden, für bürokratisch und an vielen Stellen auch nicht für verhältnismäßig. Wir brauchen regional differenziertes Vorgehen, so viel ist klar. Wir müssen auch die Pandemie bekämpfen, aber mit nachvollziehbaren Regeln. Und bei dem, was gegenwärtig sich entwickelt hat in Deutschland, habe ich nicht den Eindruck, dass das eine Mehrheit der Bevölkerung versteht. Ich jedenfalls verstehe das nicht. Und wenn sogar Behörden sagen, sie können nicht rechtssicher eine Auskunft geben, dann ist auch das widersinnig. Außerdem muss es doch darum gehen, dass, und das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt für Sie, Herr Steinkohl, es muss doch darum gehen, dass die wirklichen Gefährdungen beseitigt werden. Das heißt also, wenn die Clubszene in Berlin-Mitte zu Superspreading-Events wird, dann muss man doch dagegen vorgehen. Aber wenn jemand in die angemietete Ferienwohnung irgendwo auf dem Land reisen will, um dann mit der Familie unter sich zu bleiben, dann geht davon doch keine Gefährdung aus. Also hier ist doch Differenzierung dringend nötig. Ich danke auch.